Ein undefinierbarer Klang, der sich zunächst nach Flöte, Oboe, Fagott oder Streichern anhört. Diesen Klang erzeugt Philipp Maguer mit seinem Glasverophon. Dieser sehr sphärische Klang ist typisch für Glasinstrumente. Er ist unbestimmbar, er kommt aus dem Nichts und verschwindet im Nichts. Nur etwa 20 Menschen spielen dieses Instrument weltweit. Heute hat Alexandra Prath ihre erste Unterrichtsstunde bei Philipp Maguer in Potsdam. Sie hat ein Faible für ausgefallene Instrumente und hat ein Konzert von Herrn Maguer besucht. So ist sie auf ihn aufmerksam geworden. Was ich an dem Instrument so toll finde, ist einfach, ich komme ja vom Klavier her und da legt man seine Finger auf den Ton und dann kommt der Ton. Und hier kann man den Ton, während man ihn spielt, noch gestalten. Also man kann ihn lauter und leiser werden lassen, zum Beispiel so. Also man lässt ihn an- und abschwellen und das geht ja am Klavier nicht. Also der Aufbau von dem Instrument ist quasi der von einer Panflöte. Sieht ja so ähnlich aus wie eine Panflöte. Und es sind drei Panflöten hintereinander. Und die Tonhöhe definiert sich nur durch die Tonlänge. Das heißt, wenn du jetzt hier ein kurzes Rohr hast, das ist ein hoher Ton. Mhm. Du hast ein längeres Rohr, das ist ein tieferer Ton. Bis nach unten. Sehr interessante Klänge, also man kann es nicht wirklich vergleichen, es ist so eine Art Synthi-Sound und es macht auf jeden Fall Spaß, damit zu spielen und rum zu experimentieren. Die Faszination für ein Glasverophon wächst mit jeder Berührung. Bleibt zu hoffen, dass sich in Zukunft noch mehr Menschen von diesem ungewöhnlichen Instrument faszinieren lassen.